In diesem Video zeigen wir dir das neue BDK-Parfüm Chris Chanel aus dem Jahre 2022. Außerdem sagen wir dir unseren ersten Eindruck dazu und wir vergleichen es mal mit dem Chris Chanel Eau de Parfüm. Legen wir direkt los. Ja, das neue ist ja ein Extra Eau de Parfüm. Ja. Müsste eigentlich mehr Bums haben. Es hat definitiv mehr Bums. So. Ja, ich hatte mir eine Abfüllung davon besorgt und ich muss sagen, ich bin hin und weg. Ja, da haben wir in der Kopfnote Kardamom, schwarzer Tee und Feige. In der Herznote ist Iris, Zistrose und Bourbon Vetiver. Und in der Basisnote ist indonesisches Patchouli, Bourbon Vanille Absolut, indisches Sandelholz, amerikanischer Zeder und Tonkabohne. Also der ist wirklich fantastisch. Also hier muss ich sagen, dieses Vanille, was hier auch nochmal mit reinkommt, das rundet für mich auch das ganze Bild nochmal ein bisschen ab. Der ist sehr, sehr holzig meiner Meinung nach. Hält tatsächlich einige Stunden. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar Mal getragen, weil ich den wirklich unfassbar gut finde. Ja. Wir waren letztens spazieren, da habe ich mir den frisch aufgelegt und dann sagte John, der geht aber in die Richtung, willst du das erzählen? Und zwar habe ich gedacht, sie trägt den Skandal Pour Homme von Jean Paul Gaultier. Krass. So war mein Eindruck, wo sie ihn getragen hatte. Ich finde auch, der riecht auf deiner Haut anders wie jetzt auf den Teststreifen. Ja, da wird er nochmal so tatsächlich vanilliger und leicht ins Karamellige rein, ne? so von Ferne. Ja. Ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Parfüm eine unfassbare Silage und Projektion hat. Also wenn man den hier irgendwo sprüht, dann riechst du den fast in der ganzen Wohnung. Der ist so am Pushen, das ist wirklich krass. Mhm. Und das hält er auch ein paar Stunden durch tatsächlich. Wir haben euch auch mal zum Vergleich. Auf den bin ich nämlich gekommen, weil ich hatte mir lustigerweise eine Abfüllung noch von dem anderen BDK-Parfüm von Chris Chanel, das Eau de Parfüm, aus dem Jahre 2019 geholt. Und das jetzt hatte ist, mich schon... Jetzt ist der aber hier weniger kratzig. Also jetzt ist der angenehm. Ja. Dieses kratzige, krautige, das ist nur am Anfang sehr präsent. Das ist jetzt schon mehr im Hintergrund. Finde ich gut. Okay. Kurzer Zwischeneinschub. Das hatte mir dann nämlich auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich dachte, okay, ich muss unbedingt diesen neuen Flanker auch ausprobieren. Da von dem warst du ja gar nicht begeistert. Hast du in einem Video noch gesagt, der ist ultra kratzig. Der hat doch irgendwie mein Haut im Rachen geätzt. Hier hatten wir euch ja auch nochmal die Duftnoten rausgesucht. Und da haben wir in der Kopfnote Kardamom, Feige und schwarzer Tee. In der Herznote Iris Absolut und Bourbon Vetiver. Und in der Basisnote indisches Sandelholz und Tonkabohne. Ja, alles in allem finde ich, lässt sich sagen, dass der BDK Chris Chanel aus dem Jahre 2022 ein bisschen runder für mich ist durch die Vanille. Ich finde der bisschen süßer. Ein bisschen süßer, ein bisschen harmonischer, gefälliger. Das rundet das Ganze auch ein bisschen ab und auch die Holznote, die wird hier, finde ich, ein bisschen präsenter. Bei dem anderen, für mich ist es mehr diese krautige Richtung, mehr so ein bisschen, dass man dieses Vetiver einfach auch ein bisschen mehr riecht. Ja, würdest du sagen, dass der neue preislich das wert ist? Weil der kostet ja 194 Euro auf 100 Milliliter und der aus 19 kostet 121 Euro auf 100 Milliliter. Findest du da den Aufpreis gerecht? Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ich finde halt, bei diesem Extra de Parfüm hat man auch noch mal ein bisschen mehr, dass der mehr pusht. Er ist länger da, er ist sehr, also ich finde, intensiver wahrnehmbar. Und man hat halt mehr dieses Runde von der Vanille her. Ja. Das kommt jetzt darauf an, welches man bevorzugt. Ob man lieber diese Richtung mag oder lieber bei dieser krautig-holzigen Richtung bleibt. Das ist halt so eine Geschmacksfrage, finde ich jetzt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich zum Extra de Parfüm greifen, weil ich den einfach angenehmer zu tragen finde. Der ist auch ein bisschen vielfältiger einsetzbar, finde ich jetzt. Ja, ich finde ihn auch ein bisschen mehr femininer. Also passt mir auch zu einer Frau. Klar, die kann man bei beiden Geschlechtern tragen, aber bei einer Frau kann ich mir den eher vorstellen, wie jetzt den anderen. Da finde ich den anderen zu krautig. Der andere dann eher an einem Mann, ne? Vielleicht würde ich sagen, ja. Ja, wir hatten den ja auch mal ganz kurz tatsächlich doch mit dem Skandal verglichen noch und müssen sagen, also diese Karamellnote, die unterscheidet sich schon nochmal, finde ich. Ansonsten sind da ja auch zwei Sachen drin, diese Tonkabohne ist da meine ich drin und was war da noch drin? Sandelholz, glaube ich. Vetiver. Vielleicht auch der Vetiver, was sich ja schon so ein bisschen ähnelt. Allerdings geht da nochmal in eine süßere Richtung. Ja, definitiv, der ist viel, viel süßer. Ja. Das wäre dann halt so einer für Kids. Ja. Jugendliche, so, ne? Und das hier ist halt schon
ein sehr edles Parfüm, finde ich. Das riecht man auch, dass da Qualität drin steckt. Also für mich jetzt, für meine Nase, ist es auch wieder was Besonderes. Wenn du noch auf der Suche nach einem weiteren sehr, sehr lohnenswerten Parfüm bist, dann schau doch gerne mal in dieses Video rein. Bis gleich!